Leute, ich bin in dem Wasser frei gewesen. Egal. Ja. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minecraft Entdecken. Folge 5 oder 6. Leute, da ist Gras gewachsen. Geil. Aber ja, wir haben was anderes vor heute. Denn ich habe zwar gesagt, ab 6 Likes gehen wir in den Nether, aber egal Leute. Wir haben zwar nur 4 geschafft und ein Dislike, aber ist mir jetzt auch egal, wir gehen jetzt in den Nether, also von daher, weil ich einfach Bock habe und Quarz brauche. Also, Leute, heute ist der große Tag, wir gehen in den Nether, aber vorher wollte ich noch gerne was schauen. Und zwar, ja, hier ist ein Schaf, weil eventuell, gut. Wahrscheinlich ist das Video jetzt schon wieder nicht mehr kindersicher, weil ich ein Schaf töte. Oh, das will ich gar nicht. So, Leute, wir holen uns jetzt durch das Feuerzeug noch ein bisschen gebratenes Fleisch. Bevor hier noch irgendwas abgeht. So, zack, da hinten sind Kühe. Die hole ich mal schnell. Und dann gehen wir auch gleich ins Nether-Portal. So, Kühe machen nur die Mühe. Leute, ich hab grad eine richtig geile Idee. Ist das Fleisch verbrannt? Ja, es ist verbrannt. Oh, warum? Leute, ich hab eine richtig geile Idee. Und zwar bauen wir hier jetzt einfach eine Tierfalle. Die wird natürlich noch geiler und ich werde auch ein paar mehr bauen. Aber das sollte fürs Erste reichen. So, nein, jetzt bin ich reingefallen. Oh. Warum? Hier, Kuh, hast du ein bisschen Essen. Und hier, ich komme raus, du aber nicht. Haha. Die Kuh tanzt mit. Hier, Kuh, Happy Birthday. Viel Spaß damit. So, aber Leute, das wollten wir jetzt eigentlich gar nicht machen. Ja, das kann ich natürlich immer gebrauchen, aber jetzt gerade nicht so dringend. Ich nehme es trotzdem mal mit. Sondern Leute, oh, hier sind jetzt Mobs. So hatte ich das Video nicht geplant. Eins. Zwei, hat er was? Nein, hat er nicht. Und drei. Nice. Ich wurde zwar getroffen, aber egal. Die Spinnenweben brauchen wir. So, hier noch irgendwo Monster. Skelette. Das töte ich schnell. Leute, guter Trick gegen Skelett. Nein! Oh, ich dachte gerade ganz ehrlich, ich habe keinen Hunger mehr. Ja! Ja! Jetzt gehen sie aufeinander los! Ja! Weil ich ausgewichen bin, hat das Skelett nämlich den Zombie erwischt. Jetzt kämpfen die. Oh, das Skelett hat leider verloren. Obwohl der Zombie echt krass gehittet wurde. Teilweise schon. Egal. So. Ach, stirb doch einfach, Zombie. Danke. Luft ist gut. Zum Glück habe ich eine Schaufel dabei. Wer zur Hölle nimmt eigentlich noch eine Schaufel mit aus der Natur? Ich. Och, endlich. Wahrscheinlich ist jetzt alles für euch wieder so vieles dunkel. So. Euch brauche ich. Ja, verrottetes Fleisch brauche ich nämlich nicht. Hier war doch gerade eben eine Hexe. Ah, ich will mich mit der nicht anlegen. So, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, aber egal. Die Lava ist hier noch. Also Leute, seid ihr bereit? In 3, 2, 1, bam. Leute, I'm ready. Ich bin bereit. Wir dürfen jetzt nur nicht an einer Schlucht spawnen. Ich duck mich direkt, wenn ich gespawnt bin. Wie viel Lack haben wir? Wir spawnen in dem Biom! Wie viel Glück! Okay, Bruchstein. Wir haben so viel Glück, dass wir in diesem Biom gespawnt sind. Oder besser gesagt, ich. Weil ihr spielt ja nicht mit. Also, ja. Ich brauche die Blöcke nämlich übelst dringend. Hier, Lavafluss, du kannst ausgebreitet werden. Happy Birthday. Viel Spaß. So. Hoffentlich hast du ein erfolgreiches, tolles Leben. Nein, das hoffe ich eigentlich nicht. Aber egal. Leute, die Blöcke brauchen wir nämlich für unser Haus.
Hab da noch eine schöne Sache geplant. Oder generell brauchen wir die momentan. So. Ja. Hier liegen noch welche. Und was ist das für ein Boden? Der sieht ja mal übelst geil aus. Schwarzstein. Ja, den nehme ich mal mit, Leute. Wenn euch das zu langweilig ist, dann überspult bitte einfach. Weil es kann noch ein kleines bisschen dauern, bis ich fertig bin. Weil im Nether sind ja jetzt nicht nur zum Kämpfen, Leute. Weil, na egal, ich bin auf Quarzsuche, also von daher. So. Ja, ich finde das Biom ganz geil. Vielleicht, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Soll ich hier in diesem Biom ein kleines Haus bauen? So ein Netherhaus, Stützpunkt. Schreibt mal in die Kommentare, ja oder nein. Ich will hier ungern runterfallen. Haben wir jetzt beim Inventar, aber trotzdem. Hopp. Hopp. Okay, soweit so gut. Weil Leute, größter Trick ist halt für mich hier in diesem Spiel. Also Minecraft hier gerade. Auf dieser Welt, bla bla. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich kann mich einfach umbringen und ja, dann habe ich Dings. Keine Leben verloren. Also besser gesagt, dann sterbe ich, aber ich habe halt dann noch mein ganzes Inventar. Und brauche nicht immer irgendwie zurückrennen. Oh, Glowstone brauchen wir auch. Mit der Pick einfach mal kurz draufgeschlagen, tot. Nice. Oh mein Gott, Schleim, willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme oder was? Ah, diese Schleims machen mich wahnsinnig. Na egal. Wenn ich Glück habe, droppen sie etwas, was ich brauche. Oder halbwegs brauche. Für Tränke. Leute, ich sag euch eins. In Minecraft habe ich noch nie einen Trank gebraut. Also irgendwann, verspreche ich euch, in diesem Projekt, werde ich einen Trank brauen. Nein, ich verspreche euch es nicht, aber ich werde es wahrscheinlich. Irgendwann mal. Wenn ich rausgefunden habe, wie es geht. Gold. Das gibt's ja jetzt neuerdings im Nether, stimmt ja. Das 1.17 Update. Also der größte Klassiker wäre es ja jetzt, wenn wir sogar noch Netherite finden. Aber dann wäre es echt gewesen. Dann wäre das Spiel, glaube ich, durchgespielt. Weil in der 5., 6. Folge, ich weiß gar nicht mal, welche Folge wir gerade haben. Ja, in der, wenn man da schon Netherite findet, also ganz ehrlich, da hat man das Spiel dann durchgespielt. Naja, ich habe den Ender Dragon noch nicht gemacht, aber trotzdem. Ich glaube, als 100 Dings Special werde ich in den Dings reisen. Wisst ihr, was ich meine? Hopp. Ich darf nicht in die Lava sprengen. Den Soul Sand nehme ich mit. Knochen, Skelett meine ich. So ein, Dings. Es gibt ja... Oh, Skelett bitte. Ja, geil. Geil. Habt ihr diesen kleinen Move gesehen, Leute? Das ist einfach nur perfekt. So, das Seelensand nehmen wir mal mit. Ach, das kann man ja hier mit der Schaufel gut abbauen. Dobes Skelett. Ich krieg dich jetzt runter, ist mir egal. Und tschüss. Hat sich selbst getötet, Leute. Ich habe nicht geschlagen, es hat sich selber getötet. Indem es Pfeil geschossen hat und gegen mein Schild und dann ist abgeprallt und er ist runtergefallen. Ja. So war's. Hier. Leute, es gibt ja so welche Knochen im Nether. Die sind relativ oder ab und zu schon selten. Und das sind die, die geben Knochenmehl, wenn man die erarbeitet. Und die nehme ich jetzt mit. Früher habe ich mich immer gefragt, was sind das für Blöcke und jetzt. Oh, Knochenmehlblöcke. So, die sind ganz wichtig. Und daraus werde ich in der echten Welt auch noch was bauen. Ich nehme auch, ich werde so, I don't know, irgendwann mal so einen kleinen Stützpunkt hier mit diesen ganzen Blöcken bauen. Da ist das Biom, was ich gesucht habe. Da ist es. Mit den roten und blauen Pilzen und diesen ganzen Shit. Naja, das hier ist jetzt nur rot, aber. Hier sind auch Piglin. Oh shit, die greifen ja, weil man nichts aus Gold hat, ne? Ich glaube, wir müssen noch mal kurz was. Ey, das nervt mich hier mit. Ich mach's jetzt so. Warum klappt das denn nicht, wenn ich das mache? Ey, Leute, ich habe darauf jetzt aber keinen Nerv mehr. Adios, Welt. Ja, okay, Feuer, wenn du mich jetzt nochmal töten würdest, wäre es schon nett.
Danke. So, jetzt wollte ich nämlich hier, denn ich wollte noch was mitnehmen. Oder generell jetzt gerade kurz machen. Erze. Gut, so. Mir ist nämlich gerade eingefallen, diese dummen Piglins töten einen einfach, weil man keine Goldsachen dabei hat. Und generell können wir mit denen auch traden. Also, gut, win-win. Was mache ich uns? Helm. So. Einmal auswählen. So, zack. Ausrüstung. Kommst du jetzt? Nicht das. Das hier. Das Gold packe ich dann einfach mal da rein. Leute, jetzt müssen wir aber ganz kurz gucken. Egal, warte, ich mache uns einfach kurz eine neue Kiste. So. Zack. Achso, noch eine. Ich will ja, wenn dann Doppelkisten. So, zack. Und jetzt die Nether Chest. Happy Birthday, viel Spaß. Nee, das ist nichts aus Nether. So. Viel Spaß damit, hoffentlich, I don't know. So, Knochen brauchen wir nicht. Haben wir jetzt Knochenblöcke. Hier, Müll, kommt einfach mal jetzt, nee. Mobblut. Fäden. Die Goldnuggets sind nämlich sehr wichtig für die Piglins, dann können wir auch mit denen traden. Und wenn wir so übelst großes Glück haben, schaffen wir es tatsächlich, von den ein Netherite Barren zu bekommen. Das ist eine 0,5% Wahrscheinlichkeit, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also wenn wir es schaffen, dann I don't know, dann mache ich irgendein Special, ich weiß es nicht. Gut, Leute, kleine Vereinbarung. Wenn wir es schaffen, mit diesen 31, ich weiß gar nicht mal, ob man mit Gold Nuggets den traden kann, ich weiß es nicht, werden wir ausprobieren. Wenn es aber geht und wir daraus ein Netherite bekommen, von denen, oder ein Netherite Barren, dann, ja. Auf was einigen wir uns? Dann werde ich eine Folge machen, wo ich, euch oder ein paar von euch pushe. Deal? Gut. Leute, mit diesem Lavasee habe ich mir eigentlich selber eine Falle gebaut, also. Verschwinde mal bitte. So. Zack, zack. Wo war das jetzt? Achso, hier hinten. Ich weiß es wieder. Das wird eine XXL-Folge, Leute. Oder XXXXXXXL-Folge. Ich weiß es nicht. So. Dann bin ich hier lang. Ja, richtig. Ich gehe schon richtig. Da habe ich mich lang gebaut. Ah, Leute, ich gehe schon richtig. Hier sind die Schleims. Mit denen will ich mich jetzt aber nicht aufhalten. So, dann bin ich hier gewesen. Habe alles mögliche abgebaut. Gehen. Dann bin ich hier weiter. Schaffe ich das? Ja. Bin ich hier weitergelatscht? Oder war das hier? Ich weiß es nicht, Leute. Wo bin ich lang? Ach, dieser Moment, wenn man es einfach nicht mehr weiß. So, zack und zack. Ich glaube, hier bin ich lang. Ja, hier war das. Gut, hier bin ich lang. Und da hinten ist es dann. Leute, Goldnuggets und Quarz. Och, nervt doch nicht, ihr behinderten Mistviecher. Oh, ich hasse euch. Das sind so nervige Rotzviecher. Leute, habt ihr gesehen, diesen kleinen Konzer gegen diese Schleims? Den habe ich gerade eigentlich nur gemacht, weil das Skelett gerade geschossen hat. Sonst hätte ich das ganz gemacht. Und stirbt, danke. Immerhin bekommt man hier halbwegs gut XP. Da ist ein Skelett mit verzauberter Rüstung. Das könnte ich mir noch kurz snacken. Aber generell, er hat einfach nur verzauberten Hut. Und nervt nicht Skelett. Ich weiß, dass man Critical Hits machen muss, Leute. So, hat's was gedroppt? Ja, ich hatte den Helm gedroppt. Ich dachte gerade, wie ganz kurz dieses, los und da hab er der Gast. Ich weiß nicht, wieso ich das gedacht habe, aber ich dachte. Das ist der Gast. So, ein Brot haben wir noch und zwei Brote haben wir noch. Ein Steak und Dings. Hier. Ein Schafsteak. Wäre ich jetzt hier runtergefallen, hätte ich euch geschwört, ich hätte jedes Skelett ausgerottet.
Nein, dummer Gast. Nope, 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 nope. Stopp. Bitte stopp. So, wartet. So, was kann doch nur mir passieren? So, dann, ja. Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich das nächste Folge probiere, dahin zu kommen, dann lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da, abonniert diesen Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt, dauert nur 2 Sekunden, nicht mal, und würde mich auch sehr, sehr freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, Leute, ich sortiere noch kurz die Kisten wieder, und dann würde ich einfach sagen, haut rein, Leute, und ciao, bis zum nächsten Mal.